Mit welcher Wiederholungszahl und mit welcher Intensität lassen sich denn nun deine Muskeln tatsächlich am einfachsten aufbauen? Was du beachten sollst und was du wissen musst, das verrate ich dir jetzt. Wenn es um das Thema Muskelaufbau geht, dann gibt es wahrscheinlich auf 1000 Personen auch 1000 Meinungen dazu. Dabei ist die Sache, wie du dein Training gestalten musst, um Muskeln aufzubauen, schon relativ gut erforscht. Und wir müssen nur einmal wirklich in die Literatur schauen, die es schon überall gibt. Ein Punkt vorweg, eine Sache musst du nämlich wissen. Du hast im Körper verschiedene Muskelfasern, die auch auf verschiedene Gewichte dementsprechend anspringen. Da sind grundsätzlich erstmal zwei Muskelfasern zu unterscheiden. Einmal haben wir quasi Muskelfasern, die mehr für die Ausdauer zur Verfügung stehen. Und einmal haben wir Muskelfasern im Körper, die mehr für die Krafterzeugung zur Verfügung stehen. Und wir wollen beim Muskelaufbautraining die Muskelfasern treffen, die mehr für den Kraftaufbau oder für die Krafterzeugung verantwortlich sind. Denn das sind die Muskelfasern, die auch gut im Querschnitt wachsen. Ja, du musst dir also vorstellen, sobald du quasi die richtige Muskulatur erstmal triffst, wird diese auch mehr in der Bewegung involviert. Es entstehen mehr Muskelschäden und dadurch auch nachher mehr der Muskelzuwachs. Die Muskelfasern, die mehr für den Ausdauerbereich tätig sind, wie zum Beispiel die Bauchmuskulatur oder auch die Wadenmuskulatur, die Unterarmmuskulatur zum Beispiel, die werden höchstwahrscheinlich auch nie wirklich stark im Querschnitt wachsen. Sprich, wenn du dich auf diese Muskelfasern konzentrierst, die Muskelfasern zu treffen mit einer Ausdauerbelastung, wirst du trotzdem kein richtiges Muskelwachstum erzeugen. Bevor wir jetzt einmal kurz über die drei verschiedenen Wiederholungsbereiche sprechen, die wir brauchen, um die Muskulatur zu treffen und zu reizen, sei eine Sache vorweg erwähnt. Und zwar, wenn ich davon spreche, dass wir vielleicht 10 Wiederholungen machen oder 15 Wiederholungen machen, dann sollte deine Intensität immer so aussehen, dass du wirklich in diesem Bereich der Wiederholungszahl ermüdest und keine weitere Wiederholung mit sauberer Technik mehr schaffst. Das bedeutet, wenn ich dir vorschlage, in dem Bereich 10 bis 15 Wiederholungen zu trainieren, und du schaffst vielleicht 13 Wiederholungen mit Ach und Krach, aber mit sauberer Technik, dann ist das genau richtig. Deswegen werden auch die verschiedenen Wiederholungsbereiche immer mit einer breiteren Toleranz, mit einem breiteren Maßstab bemessen. Ja, das heißt also, es ist nicht immer die 10. Wiederholung, die gut ist, ja, sondern eher in Richtung 8 bis 12. Es ist auch nicht immer die 15. Wiederholung, die gut ist, sondern wir sollen irgendwo zwischen 13 und 17 landen. Ich hoffe, man kann sich das irgendwie vorstellen. Es geht darum, dass du egal welchen Wiederholungsbereich du trainieren möchtest, wirklich einfach den Satz bis zum Ende trainierst. Und der Satz ist erst dann Ende, wenn du von dir aus wirklich nicht mehr genügend Kraft hast, um eine weitere Wiederholung zu schaffen. Das ist super, super wichtig und ein riesengroßer Fehler, der immer wieder begangen wird. Die Leute trainieren einfach ihre Sätze nicht bis zum Ende und wundern sich dann, dass sie keine neuen Muskeln aufbauen. Aber wenn ich mich von der Muskulatur her betrachte, immer in meinem Wohlfühlbereich bewege, warum sollte dann der Muskel systematisch überlasten und dann neue Eiweißstrukturen aufbauen? Das funktioniert einfach nicht. Ja? Also ich hoffe, man kann sich das einigermaßen vorstellen. Du musst deinen Satz bis zum Ende trainieren und Ende bedeutet, du erreichst Muskelversagen und Muskelversagen bedeutet, du kannst keine weitere saubere Wiederholung mehr drücken oder ziehen. Jetzt einmal ganz kurz zu den drei verschiedenen Wiederholungsbereichen, die auch ganz, ganz oft publiziert werden. Im ersten Step haben wir Wiederholungen 1 bis 6. Das heißt also, von 1 bis 6 Wiederholungen, die bis zum Ende trainiert werden, erzeugen wir auf der Muskulatur größtenteils Kraftaufbau. Wir treffen in diesem Bereich Muskelfasern, wie eingangs erwähnt, die mehr für den Kraftaufbau zuständig sind, aber aufgrund der hohen Spannung, aber aufgrund der kurzen Belastungszeit, ja, bauen wir zwar Kraft auf, aber keine Muskelmasse. Das heißt, wenn dein Ziel lautet, ich möchte Kraft aufbauen, perfekt, dann solltest du ein Gewicht wählen, mit dem du irgendwo zwischen 1 und 6 Wiederholungen sauber schaffst. Dann kommt der nächste Step, zwischen 6 und 15. Zwischen 6 bis 15 sprechen wir vom Volumentraining, vom Muskelmasseaufbau. In diesem Wiederholungsbereich trifft eine sehr hohe Spannung auf eine ausreichend lange Zeit, die der Muskel unter Spannung steht. Das nennt sich auch Time Under Tension, das heißt also, für einen perfekten Muskelaufbau solltest du versuchen, eine möglichst hohe Spannung möglichst lange auf die Muskulatur zu bringen. Deswegen kommt diese 6 bis 15 Wiederholungen zustande. Alles, was dann drunter ist, ist zwar eventuell sehr, sehr schwer, aber der Muskel hat keine Zeit, um zu reißen
und sich danach quasi neu aufzubauen. In dem Bereich 6 bis 15 ist die Spannung immer noch sehr, sehr hoch. Vielleicht so bei 70-80% deiner maximalen Kraft. Und dadurch, dass wir ein wenig mit dem Gewicht runtergehen, können wir aber die Muskulatur über einen längeren Zeitraum auf dieser Spannung halten. Und das führt dann im Nachhinein dazu, dass halt viele kleine Risse in der Muskulatur entstehen. Diese Risse werden vom Körper gepflegt und siehe da, wir haben den gewollten Muskelaufbau. Alles, was in dem Bereich über 15 hinausgeht, da sprechen wir dann von Kraftausdauertraining. Beim Kraftausdauertraining ist es so, dass wir mehr eine Ausdauerleistung verbessern, was auch okay ist und was man auch auf jeden Fall nutzen kann. Aber die Spannung ist in der Regel nicht mehr hoch genug, damit der Körper quasi kleine Mikrorisse bildet, sprich, dass die Muskulatur systematisch überlastet wird. Also der Wiederholungsbereich für Kraftausdauer ist dann quasi ab 15 bis Ende offen nach oben aufwärts. Egal, ob ihr 20 macht oder 25 macht oder auch 30 Wiederholungen macht. Aber auch nochmal hier ganz, ganz wichtig, auch beim Kraftausdauertraining, ihr müsst den Satz bis zum Ende trainieren. Okay, ihr müsst wirklich den Satz so lange trainieren, bis ihr wirklich merkt, aufgrund des Brennens, aufgrund der Ermüdung, ihr kriegt keine Wiederholung mehr hin. Erst dann ist der Satz zu Ende, erst dann haben wir unseren Muskel bis zur Schmerzgrenze hinaus belastet und dann wird er seine persönliche Grenze auch verbessern und vorne rausschieben. Aber nochmal kurz zurück zum Thema Muskelaufbau. Der beste Bereich für den Muskelaufbau liegt irgendwo laut Literatur zwischen 6 und 15 Wiederholungen. Wenn ihr meinen persönlichen Tipp haben möchtet, pendelt euch eher Richtung 10 bis 15 Wiederholungen ein. Das bedeutet, das Gewicht ist noch nicht so extrem schwer, dass man sich auch dementsprechend schnell verletzt. Aber es ist hoch genug, um auf der einen Seite guten Muskelaufbau zu erzeugen, auf der anderen Seite seine Gelenke noch nicht bis zu 100% zu belasten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem bekommt man durch eine etwas höhere Wiederholungszahl im Bereich 10 bis 15 ein viel, viel besseres Muskelgefühl. Sprich, der Muskel kann sich natürlich durch die höheren Wiederholungen viel, viel besser mit Blut füllen, was dann zu diesem gewollten Muskelpump führt. Aber auch hier sei nochmal erwähnt, Muskelpump hat mit Muskelwachstum nur indirekt etwas zu tun. Ihr könnt natürlich auch zwei Kombinationen machen. Das heißt also, in eurem Trainingsplan könnt ihr schwere Übungen einbauen, die ihr vielleicht am Anfang trainiert, und etwas leichtere Übungen für den Kraftausdauerbereich hinten dran, um die Muskulatur wirklich auszureizen. Das macht auf jeden Fall Sinn und dann ist auch gewährleistet, dass ihr beide Muskelfasern in einer Trainingseinheit wunderbar trefft und ausreizen könnt. Nach dem Training folgt dann die Erholungsphase. Wie der eine oder andere schon mal gehört hat, die Muskeln wachsen immer in den Pausen zwischen den Einheiten. Deswegen sollte man, wenn man intensiv Muskelaufbautraining betreibt, auch wirklich darauf achten, danach, also im Anschluss vom Training, dementsprechend Pausen einzuhalten, damit sich die Muskulatur erholen kann. Das ist übrigens auch ein riesengroßer Unterschied zu vielen, ich sag mal, Hobbysportarten oder auch Leistungssportarten, die nicht dieses Widerstandstraining beinhalten, wie zum Beispiel Fußball, Basketball und so weiter. Dort ist einfach die Muskelbelastung, die Muskelschäden, die durch das Training entstehen, nicht so stark und nicht so gravierend wie beim Krafttraining selber. Ja? Nochmal ein kurzes Beispiel. Stell dir vor, du gehst einfach regelmäßig laufen und du läufst 5 Kilometer. Wenn du 5 Kilometer läufst, machst du wahrscheinlich grob gepeilt 10.000 Schritte. Ja? Also quasi ein Schritt, ein halber Meter. Das würde bedeuten, dass du pro Bein 5.000 Wiederholungen trainiert hast. Mit jedem Schritt eine Wiederholung. Und wenn wir uns zum Beispiel an die Beinpresse sitzen und versuchen Muskel aufzubauen, dann kommen wir, wie eben erwähnt, irgendwo zwischen 6 und 15 Wiederholungen an unsere Grenze. Ja? 6 bis 15 Wiederholungen, wie eben gesagt, der beste Bereich für Muskelaufbau. Und sollte das bei dir zum Beispiel so aussehen, dass du bis auf 15 hochgekommen bist, du aber auch 16, 17 trainieren könntest, dann mach auch 16, 17. Ja? Und dann darfst du vielleicht lieber eher im zweiten Satz ein bisschen Gewicht drauflegen, so dass du wieder zwischen 6 und 15 landest. Aber das ist auch der Unterschied, wie gesagt, zwischen Krafttraining oder auch Kraftausdauertraining. Ich hoffe, ich konnte dir ein klein wenig das Thema Muskelaufbau und auch das Thema Muskelspannung ein bisschen erklären. Ja, das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum gerade unsere Kunden zum Beispiel sehr, sehr gute Muskelaufbau-Resultate erzielen, weil wir da sehr, sehr darauf achten, genau diesen Bereich zu treffen. Ja, du kannst wunderbar, auch wenn du allein in das Training einsteigst, dich immer so in Richtung 10 bis 15 Wiederholungen orientieren und damit einen guten Effekt schaffen, aber vergesse nicht regelmäßig die Intensität zu erhöhen. Wenn dir das ein klein wenig zu kompliziert war und du wissen möchtest, ob wir auch dein persönliches Training auf das nächste Level heben können, dann klick doch am besten einfach ganz kurz auf den Link unter diesem Video und ja, sichere dir dein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir einfach mal persönlich über dich
und auch dein Training sprechen und schauen können, in wie viel Potenzial bietest du noch beim Thema Training, bei dem Thema Ernährung. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir in dieser kurzen Beratungssession dir schon die ersten Tipps mitgeben, die du sofort umsetzen kannst. Ja? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Video.